Angela. Hallo, Braunschweig. Was mich in letzter Zeit bedenklich macht, ist das, was jetzt nicht nur hier in Deutschland ist, mit Hogesa, Pegida und allen möglichen, sondern auch, wenn ich in die anderen Länder schaue, wo Demonstrationen wirklich ausarten, wo es teilweise bürgerkriegsähnliche Zustände gibt. Und ich sehe einfach die Gefahr, dass dies passieren kann, auch hier bei uns in Deutschland, in unserem schönen, ordentlichen Deutschland. Es ist so, natürlich kommen immer mehr Flüchtlinge hier rein. Und natürlich ist es richtig, diese Flüchtlinge aufzunehmen. Noch wichtiger wäre es aber, die Länder, die hauptursächlich mit Schuld sind, dass diese Flüchtlinge überhaupt aus ihren Ländern flüchten müssen, in die Verantwortung zu nehmen. Das wäre mir ein großes Anliegen. Warum spricht eigentlich niemand in der Europäischen Union darüber, Amerika in die Verantwortung zu nehmen? Warum werden nicht Schiffe mit Flüchtlingen vollgepackt und nach Amerika gebracht? Amerika ist ein großes Land und ist relativ dünn besiedelt. Für Amerika wäre es ein leichtes, aber Amerika will gar nicht. Amerika sorgt nur für die Unruhe, sorgt nur dafür, dass immer mehr aus ihren Ländern flüchten müssen. Mit unserer Flüchtlingspolitik, die wir hier haben, dass wir Heime bauen und die Leute einfach da reinstopfen, teilweise unter schlechten Bedingungen, und keinen Unterschied machen, ob da jetzt Christen, Schiiten, Sunniten alle auf einem Krempel sitzen, keine Beschäftigung haben, da sie ja nicht arbeiten dürfen, und dann aus Langeweile im Prinzip ihre Konflikte, die sie aus ihren Ländern mitgebracht haben, dann in den Heimen weitertragen. Warum gehen wir nicht verantwortungsvoll damit um und sagen, okay, wenn ich schon die Flüchtlingsheime habe, aber dann habe ich halt in dem Land nur, oder in dem Heim eben nur Sunniten oder in dem anderen nur Schiiten. Das wäre erstmal das Wichtigste, um erstmal diese Konflikte von vornherein zu vermeiden. Es geht ja weiter auf unseren Straßen. Wir hier in Braunschweig haben echt noch Glück. Wir haben noch nicht so viele, aber ich sehe es teilweise in anderen Städten, wo sich Ghettos gebildet haben. Weil einfach keine verantwortungsvolle Flüchtlingspolitik betrieben wird, indem man zum Beispiel die Menschen dezentral unterbringt. Warum wird man nicht in jedes Dorf verpflichten, 2 oder 3 Familien aufzunehmen, sodass die dann nicht konzentriert sind auf einem Fleck, dass keine Ghettos entstehen? Warum tun wir da nicht verantwortungsvoll unsere Stimme erheben? Dann geht es weiter. Wir haben die Finanzkrise. Die Finanzkrise ist nicht vorbei. Im Gegenteil. Die Finanzkrise schwelt unter der Oberfläche weiter und mit falschen Instrumenten wird dieses Geld- und Finanzsystem am Leben erhalten. Es sind die falschen Instrumente. Wenn ich höre, dass die Europäische Union jetzt 1 Billion Euro in die Märkte pumpen will, ja, wohin wird es denn gepumpt? Es kommt doch gar nicht in den Märkten an. Es kommt wieder nur bei denjenigen an, die dann wieder obskure Anleihen zeichnen etc. Was können wir tun? Wir können gar nichts tun. Denn, wie sagte schon mal jemand, diejenigen, die was zu sagen haben, sind nicht gewählt und die gewählt sind, haben nichts zu sagen. Unsere Politiker sind keine Politiker mehr. Es sind Marionetten der Lobbyindustrie. Sie haben gar nicht mehr die Möglichkeiten, wirkliche Politik zu machen. Es ist vollkommen egal, wen ihr wählt. Ob ihr Grüne wählt, ob ihr CDU wählt, SPD, FDP, Linke, ist vollkommen egal. Es werden immer diejenigen an der Macht sein, die den Lobbyisten nach dem Mund reden und der Wirtschaft im Prinzip ihre Forderungen erstellen. Wir hatten einmal eine soziale Marktwirtschaft und es im Grundgesetz steht, Eigentum verpflichtet.
Ich habe vor 2 Tagen eine wundervolle Reportage gesehen, Deutschland, deine Millionäre. In Berlin gibt es eine Gruppe von 69 Millionären, die die Forderung stellt an die Bundesregierung, sie möchten bitte gerne mehr Steuern zahlen. Sie dürfen es nicht. Auch in Amerika gibt es solche Initiativen. Wir haben Millionäre, die wirklich bereit sind, etwas für unsere Sozialsysteme zu tun. Doch wenn wir immer mehr Menschen vom Leben abkoppeln, indem die Produktivität der Betriebe nicht mehr ankommt bei den Menschen, wir immer mehr Hartz-IV-Empfänger haben, die keine Chance haben, einen Job zu finden. Denn wenn ich sehe, dass die indirekte Arbeitslosigkeit in Deutschland circa geschätzt, es gibt unterschiedliche Berechnungen, aber geschätzt liegt zwischen 10 und 17 Millionen. Das muss man sich aus der Zunge gehen lassen. Glaubt nicht den Statistiken. Eine Statistik ist nur, glaube nur einer Statistik, die du selbst gefälscht hast. Ich weiß, wovon ich rede. Ich erstelle selber Statistiken. Wir haben viele Rentner, die Pfandflaschen sammeln, die Grundrente bekommen. Selbst der neue Mindestlohn von 8,50 Euro garantiert nicht, dass man im Alter menschenwürdig leben kann. Man ist auf Grundsicherung angewiesen. Diese Zahlen gehen immer weiter hoch. Die Kinderarmut in Deutschland steigt immer mehr. Und jetzt stellt euch vor, wir haben das Szenario wie in Zypern. Die Banken schütten kein Geld mehr aus. Das Szenario ist gar nicht mal so weit hergeholt. Wenn man weiß, dass die Banken teilweise nur ihr Vermögen, also ihre Verpflichtungen nur 3% maximal davon als Bargeldreserve überhaupt vorhalten müssen, oder beziehungsweise als Vermögen. Und ich mir jetzt vorstelle, es gibt wieder so, wie Lehman Brothers, so eine Krise. Dann ist es ganz schnell, dass die Menschen das Vertrauen in dieses Papier, was sich Geld nennt, verlieren. Und wenn die Menschen dann ihre Guthaben holen von den Banken, dann sind die Banken ganz schnell dicht. Wenn es aber kein Geld mehr von der Bank gibt, man nicht mehr an seine Rente rankommt, an seinen Hartz IV oder an seinen Lohn, was passiert dann? Die Leute werden ihr letztes Bargeld ganz schnell in die Läden tragen. Wir haben aber keine Vorratshaltung mehr. Die Läden werden innerhalb von 2 Tagen leer sein, radikal leer. Was passiert dann? Dann könnt ihr davon ausgehen, dass diejenigen, die hungern und diejenigen, die skrupellos genug sind, anfangen zu plündern. Und das ist der Bürgerkrieg. Und deswegen müssen wir uns Gedanken machen, wie gehen wir mit solchen Szenarien um? Was können wir in so einem Fall tun? Wir selber können in dem Moment gar nichts tun. Würde man sich dagegen stellen, würde man gar nichts bewegen, sondern sich nur selber in Gefahr bringen. Tun kann jeder was für sich selbst, indem er zumindest so viel Vorräte zu Hause hat, dass er davon ein paar Wochen leben kann. Das ist schon mal viel wert. Aber wenn dieser Finanzkrieg kommt, wird es 100% auch einen politischen Tsunami geben. Und dann müssen wir gewappnet sein, weil wenn es dann bloß heißt, ja, wir machen jetzt eine Währungsunion und wollen jetzt die D-Mark wieder einführen, dann ändert sich für uns ja überhaupt nichts. Dann geht dasselbe System weiter. Dann geht es uns vielleicht vorübergehend ein paar Jahre wieder etwas besser. Aber wir brauchen uns nicht eine Illusion hingeben, dass das die Rettung wäre. Im Gegenteil. Die anderen Länder hätten überhaupt nicht mehr das Geld zur Verfügung, um unsere Waren zu kaufen. Und Deutschland ist eine Exportnation. Mit uns würde es ganz genauso runtergehen wie in allen anderen Ländern. Bei diesem politischen Tsunami müssen wir gewappnet sein. Wir müssen jeden Tag, heute schon, mit den Menschen reden, ihnen die Augen öffnen, damit sie sensibel werden gegen die Probleme, vor denen wir stehen. Damit dann, wenn es soweit ist, nicht wieder sich dann eine Angela Merkel hinstellt oder jemand anders, der dann wie der Phönix aus der Asche kommt und die heile Welt verkündet und sagt, ja, wir müssen jetzt die Zähne zusammenbeißen, den Gürtel enger schneiden und es geht schon wieder. Nein, dann müssen wir dieses System verändern, friedlich und mit gesundem Menschenverstand. Dankeschön. Dankeschön, Angela.